Hallo und herzlich willkommen in dieses ULMX, Universal Language Media Exchange, Society and Culture, Gesellschaft und Kultur. Aus Ulm, ich bin Matthew Blunt, ein Englisch-Muttersprachler aus New Hampshire. ULMX ist ein Kanal zum Sprachenlernen. Heute sprechen wir über das Gute, das Schlechte und das Hässliche. Und vielleicht zusätzlich ein bisschen über das Schöne, um das Hässliche auszugleichen. Dieses Video wird präsentiert von Truth Belts aus Kanada. Truth Belts aus Kanada. Truth Belts sind genauso einzigartig wie ULMX und die ULMX App. Diese Gürtel sind nicht aus Leder, aber sind trotzdem sehr dauerhaft. Sehr einzigartig. Sie werden nicht auseinanderreißen wie ein normaler Gürtel. Kanadische Ingenieurkunst auf dem höchsten Niveau. Truthbelts.com. Lassen wir uns beginnen. Das erste ist das Schöne. Scheiße, das ist das letzte. Das erste ist das Gute. Ich will darüber sprechen, dass die Leute in Deutschland sehr umweltbewusst sind. Es gibt ein größeres Umweltbewusstsein als in den USA. Und was das betrifft, ist alles von Umweltverschmutzung, einfach mit Müll und so weiter, Luftverschmutzung, und es inkludiert auch Lärmverschmutzung und insbesondere Klimaerwärmung. Das ist wahrscheinlich das größte Thema, und die Deutschen sind wirklich davon überzeugt, dass es nicht nur eine Theorie ist, dass es nicht nur Klimaerwärmung gibt, sondern auch, dass Klimaerwärmung von Menschen verursacht ist. Und eigentlich stimmt das überein mit der Wissenschaft, aber in Amerika zum Beispiel, ich habe keine Erfahrungen aus anderen Ländern, aber in Amerika ist es 50-50, vielleicht ein bisschen besser. Vielleicht ist das Verhältnis 60 oder 70, 60-40, 70-30, ich weiß nicht genau, was das Verhältnis ist, aber es gibt viel mehr Zweifel an Klimaerwärmung. So, weiter so. Gut gemacht, Deutschland. Das Schlechte. Kann nichts außer dem Internet sein. Das Internet ist extrem langsam und nicht nur subjektiv. Am Festnetz 0,5 Megabit pro Sekunde Hochladengeschwindigkeit. 16 oder so Megabit pro Sekunde. Sorry. Wie nennt man die? Ente? Schwierig zu sehen, aber sie sind eigentlich nicht... Sie sind Gänse, denke ich. Ohne den GigaCube würde dieser Kanal überhaupt unmöglich sein. Aber jetzt haben wir ungefähr 11 Megabit pro Sekunde Hochladengeschwindigkeit und vielleicht 16 oder so Megabit pro Sekunde. Sorry. Ja, es ist extrem langsam. Es ist immer noch, das Problem ist eigentlich, dass es immer noch Telefonkabel ist und nicht Glasfaserkabel. Aber ja, dieser Ausbau dauert ewig. Oh Gott, es ist zu langsam. Wirklich, dieser Kanal wäre nicht möglich, wenn ich kein Vodafone GigaCube gekauft hätte. So, und das ist wirklich über Mobilfunk. Mobilfunk ist schneller als Festnetz. Peinlich. Es tut mir leid, aber es ist peinlich. Es ist ein industrialisiertes Land und das gehört eigentlich nicht dazu. Langsames Internet. Es ist wirklich. Jetzt das Hässliche. Mit dem Umweltbewusstsein kommt andere Methode von Antrieb als Fossilbrennstoffen. Und das bedeutet, dass viele Züge von Strom angetrieben sind. Und das bedeutet, dass es viele Kabel in der Luft gibt. Die Kabel sind überall. In den Städten gibt es Kabel an alle großen Kreuzungen, wo es eine Straßenbahn gibt. Und es ist wirklich hässlich, aber das ist der Preis von Umweltfreundlichkeit, glaube ich. Das schwierige Problem, und wenn jemand dieses Problem lösen kann, der wird sehr reich, oder sie wird sehr reich, ist, man kann kein Kabel in einem Bogen durch die Luft
spannend. Das ist wirklich, das ist der entscheidende Punkt. Alle die Querkabel sind das, was wirklich, wirklich hässlich ist. Aber lassen wir ein bisschen über das Schöne sprechen. Ich habe in meinem ersten großen Video darüber geredet, dass das Tageslicht ein bisschen anders ist. Und ich habe es wirklich bemerkt, dass ich hierher kam. Und es ist wirklich schön. Hier bei 50 Grad, Hochgrad oder 51 Grad in Ulm, das ist Süddeutschland, ist der Sonnenaufgang, wenn es klares Wetter gibt, ist der Sonnenaufgang extrem schön. Und das ist, weil es so viele Atmosphäre, so viele Schichten von Luft, die Sonne strahlt durch mehr Luft und es sieht einfach schön aus. Das Schlimme dabei ist, dass nicht immer so häufig, bestimmt nicht im Winter, weil es oft sehr bedeckt ist. Aber ja, es ist eine Schönheit, was man wirklich genießen kann, wenn man darauf achtet. So, das war es. Das Gute, das Schlimme und das Hässliche und das Schöne. Ein bisschen zusätzliche Information für euch. So, dies war OLMX aus Ulm. Wenn ihr das noch nicht angeschaut habt, es gibt die OLMX App im App Store für, ich glaube, es ist 2,99, es ist anders in Amerika. Also, es ist 2,99 $ und 3,99 € oder so. Es ist, die Preise sind ein bisschen komisch. Und dieses Video wird stolz präsentiert von Truth Belts aus Kanada. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte den Daumen hoch drücken. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, freilich den Daumen runter drücken, nach unten drücken und abonnieren, weil es mehr Videos von OLMX geben wird, die du nicht verpassen willst.